Ja, was? Oh mein Gott, ein Online-Shop. Chat, wir lieben euch. Ich hau mich weg. Online Fischer Kaufhaus. Wollen wir das als erstes machen, oder? Ja, wird schon sagen, oder? Also, wir sind ja schon sehr aufgeregt. Ich glaube, der John und der Chris, die schauen auch zu. Ja, beste Grüße an John von der Firma Ideavis. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe. Also ich kenne John immer nur als John, ja, das ist derjenige, der der Besitzer dieser Firma ist, Ideavis. Und Brand and Strategy Design, das ist der Firmenname. Ja? Also beste Grüße an John und... Also die haben sozusagen, und Chris natürlich, die haben sozusagen den Online-Shop umgesetzt. Also wenn er beschissen ist, schreibt den einfach, ja. Und dann könnt ihr die vermöbeln insofern. Aber ich glaube, es ist gut geworden. Also ich war, muss ganz ehrlich sagen, begeistert. Ich war gestern im Zoom-Call dabei, weil da ging es so um die letzten Feinheiten, letzten Schliffs. Und das ging ungefähr eine Stunde. Und ich saß da mit rum bei dem Zoom-Call. Und ehrlich gesagt, das Einzige, was ich verstanden habe, war das Wort T-Shirt. Den Rest habe ich nicht verstanden, von was ihr gesprochen habt. Ja? Also ist schon eine relativ komplizierte Sache. So, wollen wir das mal zeigen oder? Bam, 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 bam. Du weißt jetzt selber nicht, wie es geht, oder? Doch. Hast du geübt? Achtung. Wo geht das jetzt hin? Startseite. Weil Kevin schreibt, wo kann man spenden? Alles gut. Ach komm jetzt, wir wollen doch gar kein Geld haben. Und wieso wollen wir eigentlich spenden? Wer will? Ich weiß warum. Hä? Warum? Weil du so, die Leute sehen das und ich glaube, du siehst so verhungert aus. Deswegen will man spenden, damit du was isst, Nancy. Ja? Also ich muss gucken, wie viel immer drin sind. 77 Zuschauer, ich werde total, ich bin 94 Follower und 77 Zuschauer sind dabei, geil. So, Nancy, du bist dran, erzähl mal ein bisschen was über unseren Online-Shop. Also Black Friday haben wir ja auf alle Fälle. Aber der nennt sich ja nicht Black Friday bei uns, sondern... Fischers Friday. Ah. Fischers Friday. Ja. Genau, also ihr könnt noch, wenn ihr bestellt im Online-Shop, bis morgen Abend, 24 Uhr, mit dem Code Fischers Friday 10% Rabatt sichern. Also ich gucke immer ab und zu mal hier auf den Chat und so, was ihr so schreibt. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen. Und dann sehe ich das immer am besten. Also ihr seht schon, das Design... Nennen Sie es knufflig. Knuffig. Knuffig. okay, erzähl. Ja, das Design ist schon ein bisschen angepasst wie unsere Website. Also wir wollten das auch so, dass es nicht komplett irgendwie neu wirkt, sondern schon angepasst an die Website. Genau, der Kai hat gerade mal den Link reingestellt. Und ja. Kai und allen, Tom ist bestimmt dabei, Kevin, wer ist noch? Maddie ist auch dabei. Also beste Grüße an euch alle, unsere Mods. Also Mods haben wir schon eigentlich für 20.000 Follower, oder? Also Mods haben wir schon richtig viele, aber ist natürlich klar, wir schwenken ja so ein bisschen um achso, ich soll meinen Mund, ich habe gerade einen Knieschubser gekriegt, mit nach dem Motto, halt die... Das meine ich nicht, aber es geht ja gerade so ein bisschen um den Online-Shop. Okay, ich bin ja einfach aufgeregt, merkt ihr das? Ja, ich auch. Zeig da jetzt mal den Hoodie. Da ist er. Also der Hoodie ist natürlich der, den wir auch anhaben. Das sieht ja cool aus. Bin ich ein Model oder was? Das Coole dabei ist natürlich, dass ihr den nach euren Wünschen gestalten könnt, was vorne drauf soll. Was soll denn vorne drauf, Mike? Vorfahrtsberechtigter. Oh Gott. Vorfahrtsberechtigter. Geht das überhaupt? Nee, 20 Zeichen hast du. Ach so, dann doch. Berechtigte. Nee, geht nicht. Nee, machen wir was anderes. Schreibt mal, Chat, schreibt doch mal rein. Los, komm. Tag. Schreibt mal Tag. Tag. Post. Tag, Olaf. Tag, so. Post. Sieht natürlich jetzt mit dem... Genau, die Kordel sind halt drüber, aber prinzipiell sieht das dann so aus wie bei uns. Ronny Prüfer. Du. Genau. Also ihr könnt hier draufschreiben, was ihr möchtet. Das drucken wir euch Highlife drauf. Hinten drauf wird es immer so aussehen. Größen von XS bis XXL, alles verfügbar. Ihr seht auch, wenn ihr draufklickt, jeweils wie viel vorrätig davon. Oh, ist glaube ich schon einiges weg. Ist schon einiges weg. Haben das Ding noch nicht mal online, ist aber schon einiges weg. Deswegen der gelbe Punkt oder was? Also. Das gelbe Kreuz. Sozusagen der Glücksbringer-Hoodie. Ja. Oh, hier, den nennen sie auch totales Model am Holz. Das sieht ja richtig geil aus. Wo habt ihr denn die Fotos gemacht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch vieles noch nicht gesehen. Was? Hier sieht man es besser. Ronny Prüfer. Das ist natürlich, wenn du mit Ronny Prüfer mal ein Bild machst und das postest, ja, hast du schon eigentlich, gehörst du eigentlich zu uns. Muss ich ganz klar sagen. Ja? Rechts vor links. Ja, rechts vor links würde auch gehen. Also ihr könnt natürlich alles draufschreiben. Also ich glaube, die Community hat da so saugeile Idee. Ihr könnt da sehr kreativ sein. Ich bin ja da echt gespannt, wer da die geilsten Ideen hat, genau. Was da vorne drauf kommt. Also wir haben ja auch ein paar Beispiele mit reingepackt, wie das aussehen könnte. Hier ja. Natürlich auch die Rückseite. Auch wieder mit Fischer Academy Fan. Warum bitte Ronny Prüfer sperren? Ich weiß nicht, du passt auf. So, was gibt's noch im Shop, Mike? Mach mal das Basecamp. Ich finde das ja wirklich geil. Also, ich habe es auch nochmal hier in der Kamera sozusagen, aber auf dem Bild sieht also das schon cooler. Sehr, sehr hochwertig gemacht. Mit den ganzen Elementen, die hier drauf sind. Was ist das für ein Zeichen? Das ist das Zeichen für autonom fahrende Fahrzeuge. Genau. Also die Hinweiszeichen auf der Autobahn sieht man auf Patch der Hand. Eingearbeitet. Mhm. Das kannst du nochmal zeigen. Ja. Genau. Ja, also das ist cool. Okay, dann haben wir noch? Zeig doch mal die Specials. Also das war so eine Überlegung, was machen wir da neu? Klar. Zur Prüfung Stressball oder in der Schule, wenn dich irgendjemand abnervt, der Fahrlehrer nervt dich ab, der Lehrer nervt dich ab, Stressball. Die haben eigentlich alle immer bei uns im Fahrschulauto, nutzen wir. Was haben wir noch? Dann die rote Macht. Ich habe den persönlich bei mir im Büro. Und der ist so niedlich, muss ich schon sagen. Nee, und der spricht auch mit dir und ich finde ihn einfach geil. Die rote Macht, einfach eine coole Sache. Und also ich finde ihn gut. Ne? So ein Fernbedienungsroboter, ja. Der macht eigentlich alles, ja, der dreht sich, diese Geräusche, so. Also ist genau, ist erinnert mich an Wall-E. Ist so, Wall-E. Ja, also, ist so ein bisschen. Ja, gut, ja. Aber hier steht es, die rote Macht. Ne? Ja. Genau, also für Kids, natürlich nicht nur für Kids, auch für Erwachsene, ist das ein schönes Spielzeug. Ja. So ist es. So, dann haben wir, was haben wir noch? Natürlich unseren leckeren Honig. Da kommt im Übrigen demnächst noch, also da sind wir gerade im Verhandeln, von einem richtigen, also wer so Kaffee-Junkie ist, war so ein bisschen mein Wunsch. Nancy sagt, ja, Kaffee geht jetzt nicht so gut, denkt sie. Ich glaube, sollte man an jeden Fall mit drin haben, dass wir auch wirklich von einem richtigen Kaffeesommelier einen sogenannten Fischerdorf-Kaffee mit anbietet. Frisch geröstet, wunderbar in den, was weiß ich, glaube 200 Gramm Tüten oder so. Das wird es demnächst auch noch geben. Und okay, vielleicht habt ihr auch Ideen, was wir noch anbieten sollten, was wir vielleicht mit ins Sortiment aufnehmen sollten, könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben. Das ist ja auch wirklich jetzt erstmal der erste Stand. Ja. Wir werden es auf jeden Fall erweitern, ist auch schon einiges geplant. Macht doch mal schon mal so, wie gefällt euch der Job bis jetzt, Job? Schreibt mal ein 1 für mega. Oder 1 für sehr gut. Oder 1 für... Oder 2 für Handtuch. Ein Handtuch. Handtuch wäre auch gut. Ah, 1. Ja, super. Also scheint euch zu gefallen. Jogginghosen zum Beispiel. Ja, Mauspad. Also zum Beispiel... Schon geile Ideen, ja? Kevin, den Wallpaper, den du angesprochen hast, werden wir auch noch alles hinzufügen. Ja. Gerade bei den Downloads, da sind jetzt zwei... was sind das? Das sind... Der Führerschein-Guru und einmal der Unternehmerkompass. Ja, also der Unternehmerkompass ist jetzt nicht unbedingt jetzt für die Fahrschule geeignet, sondern mehr oder weniger für diejenigen, die sich vielleicht auch mal später selbstständig machen wollen. Genau. Das sind über 50 Videos zum Thema Unternehmertum. Wenn du dich selbstständig machst, über das Thema Mitarbeiterführung, Strategie, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also ich hau da sozusagen mit Calvin Hollywood zusammen in 50 Videos meine mehr als 30-jährige unternehmerische Erfahrung raus. Und ohne zu belehren, sondern das sind einfach nur Impulse, die man mitgibt, wo du sagst, da kann ich nochmal querdenken, da kann ich nochmal irgendwie nachdenken. Und dazu passend natürlich dann auch unsere Bücher, die wir haben, die jetzt schon veröffentlicht sind. Also das sind alles 4 Bücher, die wir gemeinsam im Team verfasst haben. Teilweise Sachbücher, aber für die Fahrschule ist, oh mein Gott, ich mache Fahrschule, kennt ihr ja sicherlich das Buch schon. Genau. Also diejenigen, die heute mit dabei sind, muss man ja wirklich sagen, sind
Also wir haben ja schon viele Fans, aber das sind die Fans aller Fans, oder? Ich würde euch am liebsten jetzt alle mal drücken. So richtig mal so einen Arm nehmen und mal drücken. Mist ist natürlich gerade, also all die jetzt wieder fragen, habt ihr Maske, ihr habt ja 1,50 Meter Abstand und so weiter. Wir sind getestet, geimpft und alles genesen und wir haben eigentlich alles. Ja? Genau, dann vielleicht noch... Und warte, ganz kurz muss ich machen, toi, 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 für alle, auch im Team und die ganzen Kunden und alles. Bitte bleibt alle gesund. So. Okay. Ja, bezahlen könnt ihr, wie ihr seht, mit... Ein Fischer Academy Handy. Handyhülle. Modellauto wäre auch geil. Ja. So, aber jetzt nochmal kurz hier, du unterbrichst mich immer. Excuse me. Also Zahlungsmöglichkeiten, seht ihr, haben wir einiges im Angebot. Versenden tun wir mit DHL. Versand haben wir jetzt 3 bis 4 Tage angegeben. Verzeiht uns, wenn es vielleicht am Anfang Streberin. Auch mal einen Tag länger dauert. Streberin. Er hier. Ich nicht. Werden. Maddie. Ach, Maddie ist Streberin. Ich habe alle. Ach so. Okay. Ach, alle Bücher wahrscheinlich, oder Maddie? Maddie hat alle. Ja, verrückt. Und natürlich signiert. Also die kommen signiert an, ist doch logisch. Ja, oder? Absolut. Also wir legen auch in jedes Paket noch so ein paar Überraschungssachen mit rein. Überraschungen mit rein, ja. Genau. Und ja, ihr könnt euch euer eigenes Kundenkonto anlegen. Okay. Ganz normal, E-Mail-Adresse, Passwort, zack, zack, zack. Und dann seht ihr natürlich auch jederzeit, wann ist eure Bestellung verpackt, wann ist sie verschickt. Und ihr könnt die natürlich auch verfolgen, bis sie bei euch ist. Ich habe noch eine Frage. Warte ganz kurz. Ja, ich melde mich. Und ab 49 Euro ist der Versand auch kostenfrei für euch. Das ist jetzt nicht nur zum Fischers Friday, sondern insgesamt immer so. Mir geht ja immer auf den Sack, wenn ich online was bestelle, dass ich mich da registrieren muss. Kann ich auch gleich was kaufen, ohne mich irgendwie zu outen? Also rein in den Job, zack, und PayPal und guten Tag, guten Weg. Geht das oder geht das nicht? Das müsste auch gehen. Aber ich kann es dir nicht zu 100% sagen. Vielleicht ist der John mit da. Weil ich es ja immer cool finde, dass du halt wirklich sehen kannst, hey, wo ist denn die Bestellung, wann kommt sie an? Ja gut, aber das wäre ja das Gleiche. Und wenn du mal wieder bestellst? Ja, bist du gleich mach ich das gleich wieder. Ja. So, ja. Also, Samantha sagt mega toll. Ist das unsere Samantha? Das müsste unsere Samantha sein, ja. Der hat ja bald Prüfung, glaube ich, ne? Achso, das geht auch. Siehst du, ja, John schreibt natürlich, das geht auch. John, mein Lieber, super, siehst du, habe ich doch gewusst. Also, ist auch sozusagen die sogenannte Amazon Ein-Klick-Strategie. John, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, John, schreib mal hin. Also der John steht jetzt nicht als John drin, sondern als Idiavis. Idiavis. Also gibt schon verrückte Namen, ne? Ja, so sieht also, das Ganze aus. Ich find's schön. Also auch der Film. Also all diejenigen, ich habe es jetzt letztens erst wieder gesehen, muss ganz ehrlich sagen, mich hat das wieder selber berührt. Das war ja dieser 30-jährige Fischer Academy Film, den das Team mir persönlich geschenkt hat. Ich war echt überrascht, 30 Jahre Fischer Academy, das war letztes Jahr. Das war so emotional. Ich musste gestern erst noch mal ganz kurz abheulen und mich bei allen bedanken für diesen Film. Weil er spiegelt eigentlich all das wider, was wir wirklich die 30 Jahre gemacht haben, wie wir uns entwickelt haben, was wir daraus gemacht haben, dass wir heute eigentlich so sind mit dem Team. Und ich muss auch wirklich sagen, wir sind heute einfach auch das beste Team. Ich habe ja die meiste Ahnung davon, weil ich war ja von Anfang an dabei. Aber wir haben momentan das beste Team. So, ihr Lieben, also das war jetzt mal eine Bratpfanne mit eurem Logo. Und ich gerade XXL ausverkauft. Ach so. Müssen wir dann gleich mal gucken. Ich wollte jetzt noch sagen, hier steht auch noch mal kurz halt, dass ihr uns auch jederzeit anschreiben könnt, wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, auch was die Größen angehen. Also ich zum Beispiel trage XS und bin 1,68 groß. Ich trage XXL und das passt mir wie eine zweite Haut. Das ist ein Udos-Einspruch. Wollte ich aber jetzt ganz kurz mal rein. Also ich trage L.